Überlegst du, ob du direkt nach der Geburt dein Baby mit Stoffwindeln wickeln sollst? Wenn du dich dafür interessierst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Solltest du schon mal eins unserer Videos gesehen haben, dann weißt du vielleicht, dass ich wirklich ein großer Fan von größenangepassten Windeln bin. Und das hat auch einen Grund. Ich zeige dir hier eine Neugeborenenwindel, wunderbar klein, und hier zeige ich dir jetzt eine sogenannte One-Size-Windel, eine mitwachsende Windel, die auf die kleinste Stufe eingestellt ist. Der Unterschied in der Höhe, in der Breite und in der Dicke. Du kannst dir ja vorstellen, dass mit dieser Windel dein Baby einen wahnsinnig dicken Popo hat, mit dieser Windel hier nicht. Du kannst dir ja dann auch vorstellen, gerade wenn wir dieses extreme Beispiel nehmen, dass dieser Beinausschnitt bei einem Baby besser sitzt als ein solcher Beinausschnitt. Hier kommt es immer wieder dazu, dass das aufklafft und dann eben das Pipi rausläuft. Das sitzt einfach nicht richtig. Und deswegen bin ich wirklich ein Fan dafür, wenn du gerade in den ersten Monaten oder wenn du auch ein sehr zartes Baby hast, wenn du dann Stoffwindeln benutzt, die größenmäßig deinem Baby genau passen. Denn dann bist du weniger frustriert, gerade bei dem Start in das Stoffwindelleben hinein. Und du bist ja noch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Ihr seid gerade Eltern geworden, Mama und Papa. Euch beschäftigen so viele andere Dinge. Dich dann noch über Stoffwindeln zu ärgern, die nicht richtig passen, die auslaufen, das ist unnötig. Das muss ja nicht sein. Die neugeborenen Windeln, die eignen sich meistens so für diese Gewichtsspanne 2, 2,5 Kilo bis ungefähr 7 Kilo. Es gibt aber durchaus Eltern, die sagen, sie können die wesentlich länger benutzen. Das kommt immer auf die Statur ihres Kindes drauf an. Wenn du jetzt nicht weißt, wann ein Kind 7 Kilo hat, das ist ungefähr, wenn es so 3 Monate alt ist. Es hängt sehr von deinem Baby ab. Es gibt Kinder, die kommen ja schon mit 4, 4,5 Kilo sogar zur Welt. Bei denen kannst du sogar wirklich schon anfangen, das auszuprobieren, mit einer One-Size-Windel zu wickeln. Aber es gibt ja ganz viele Kinder, die kommen wirklich mit 3, maximal 3,5 Kilo zur Welt. Und bei denen sitzen die großen, diese One-Size-Windeln wirklich weniger gut. Auch wenn viele Windeln ab 3,5 Kilo empfohlen sind. Ich sage nur, hier nimm so eine Windel und eine kleinere Windel im Vergleich und du siehst den Unterschied. Ganz viele Eltern fragen uns auch, was ist mit dem Bauchnabel? Die Puppe hat jetzt keinen Bauchnabel. Wir stellen uns den Bauchnabel ungefähr auf dieser Höhe hier vor. Und du siehst, diese Windel hier, die hat einen Knopf, der runter, also den Saum nach unten klappen kann und dann hier auch befestigt. Somit ist also die Windel, die ja nass werden kann, schmutzig werden kann, vom Bauchnabel entfernt. Wenn du hier jetzt eine Überhose benutzt, zum Beispiel eine Wollüberhose, dann macht das nichts, wenn die trockene Wollüberhose auf dem Bauchnabel sitzt. Und es gibt ganz viele Windeln, die dieses System eben haben, dass es einen Knopf gibt, der den oberen Saum nach unten zieht. Das brauchst du auch nur für die ersten paar Tage, bis der Bauchnabel abgeheilt ist. Du kannst auch darum bitten, dass der Bauchnabel nicht zu kurz abgeschnitten wird, sodass du ein etwas längeres Stück von der Nabelschnur noch hier hast. Und dann lässt sich dieses Stück nämlich auch besser nach oben wegklappen. Und du musst halt wirklich immer gut beobachten, aber das ist ja das, was ihr Eltern sowieso macht und auch die Hebammen, dass die immer sich den Bauchnabel anschauen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass du hinten an dem Rücken noch mal so ein bisschen ziehst, damit hier vorne der Bauchbereich nach unten rutscht, ja, damit das vom Bauchnabel halt wegkommt. Übrigens sitzen die meisten Stoffwindeln sehr viel hüftiger als die Wegwerfwindeln. Die Wegwerfwindeln gehen oft gleichmäßiger hier oben auch hoch. Es haben übrigens nicht alle Windeln diesen Knopf zum Runterklappen. Hier ist die Teenyfit zum Beispiel von Totspots, bei der ist das nicht. Allerdings hat die hier im Inneren so einen Stoff, der die Nässe nicht zieht. Somit bleibt also auch hier der Bauchnabel dann trocken.
Wenn du dich entschließt, dein Baby am Anfang mit Mullwindeln zu wickeln, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht einfach nur so ein Rechteck machst und in die Überhose einlegst, was du ja durchaus machen kannst, normalerweise mit Mullwindeln. Das wäre dann ungefähr so. Nein, du achtest darauf, dass du eine bestimmte Faltweise wählst, also es gibt unterschiedliche, sodass der gesamte Unterleib deines Kindes mit der Windel halt bedeckt ist. Das ist zum Beispiel der Drache oder der Drache mit Steg. Es gibt noch andere Faltweisen. Aber wirklich die Mullwindel um dein Baby herumfalten, herumwickeln. Und das hat den Sinn und Zweck, dass der Muttermilchstuhl oder auch der Prämilchstuhl, die ja sehr viel flüssiger sind als der spätere Beikoststuhl, dass die nicht so rauslaufen können. Das macht ihr am Anfang und später reguliert sich das dann. Ja, wie viel Windeln brauchst du jetzt für ein Neugeborenes? Ja, wir sagen sonst immer bei den Stoffwindeln, 20, 25 Stück reichen aus. Das ist bei einem Neugeborenen sehr knapp berechnet. Ein Neugeborenes muss ungefähr 10 bis 12 Mal am Tag gewickelt werden. Die haben noch eine sehr ungeregelte Verdauung, da passiert noch ganz, ganz viel und die müssen einfach öfter gewickelt werden. So, also übrigens auch mit den Wegwerfwindeln, das gilt auch für die. Und das bedeutet, dass du mit 20, 25 Windeln wirklich an eine Grenze kommst. Dann musst du nämlich auf jeden Fall am zweiten Tag abends waschen, damit die Windel auch noch die Chance hat zu trocknen. Und wenn du jetzt Höschenwindeln benutzt, wie das hier, dann siehst du, so ein dickes Windelhöschen braucht auch längere Zeit zum Trocknen. Also ob das dann über Nacht klappt, wenn du keinen Trockner hast, ich weiß nicht. Deswegen musst du dich darauf einstellen, dass du für ein Neugeborenes am besten so um die 30 Windeln einplanst. Das ist, wenn du mit komplett Windeln wickelst, hier, oder mit Höschenwindeln halt, auf den ersten Blick erstmal ziemlich teuer. Du kannst allerdings damit rechnen, wenn du sie wieder verkaufst, dass du ungefähr 70-75% deines Einkaufspreises auch wieder von deinem Nachfolger verlangen kannst. Denn die Windeln sind wenig benutzt und lassen sich wunderbar nochmal bei einem zweiten, dritten Kind nutzen. Oder du sagst halt, meine Familienplanung ist noch gar nicht abgeschlossen, ich investiere das jetzt und wasche die Windeln anschließend sehr, sehr gut aus und hebe sie dann eben noch ein, zwei, drei Jahre auf, um sie weiter zu benutzen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du eben ein preisgünstiges Windelsystem am Anfang einfach benutzt, zum Beispiel eben solche einfachen Mullwindeln, die sind ja wirklich sehr günstig in der Anschaffung, oder eben etwas teurer dann Bindewindeln. Und du kannst auch, wenn du damit gut zurechtkommst, mit Bindewindeln oder mit Mullwindeln, kannst du die ja sehr, sehr lange dann benutzen. Es gibt Mullwindeln, die sind in der Größe 60x60, die eignen sich super für Neugeborene. Die sind natürlich dann für größere Kinder nicht mehr so gut, können aber dann toll als Zusatzeinlage verwendet werden. Also es ist durchaus eine lohnende Investition, am Anfang sich einen ganzen Schwung an Mullwindeln zu kaufen. Dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, dass du das einfach mischst, dass du sagst, ja okay, mein Baby bewegt sich ja am Anfang auch noch gar nicht so viel, da traue ich mir das mit den Mullwindeln zu. Aber nach ein paar Monaten wird es ja zappeliger und dann habe ich vielleicht auch schon für ein paar Stunden eine Betreuung. Kommen die dann damit zurecht? Dann mischst du einfach. Dann nimmst du Mullwindeln plus Höschenwindeln oder Mullwindeln und Komplettwindeln oder Komplettwindeln, Höschenwindeln. Da kannst du ja so einen Mischmasch einfach machen. Und später, wenn die Kinder dann nämlich aus den neugeborenen Windeln, den Höschenwindeln, oder halt den kleinen Mini-Komplettwindel rausgewachsen sind, dann weißt du vielleicht auch, Mensch, mir hat das mit dem Klettverschluss total gut gefallen oder nee, lieber Druckknöpfe. Dann kannst du dann für die längere Wickelzeit, die noch vor euch liegt, dann auch gezielter dann das nächste Produkt, die nächste Marke dann einkaufen. Ja? Viele Eltern, die das erste Mal mit Stoffwindeln sich beschäftigen, die haben dann auch Bedenken, eine solche Windel in der Waschmaschine zu waschen. Die finden das ein bisschen eklig. Ihr müsst euch aber mal die Geschichten von den Eltern anhören, die Wegwerfwindeln verwenden. Und ihr werdet ganz oft hören,
wie oft die Klamotten total versaut sind, weil alles hochspritzt hinten. Ja, das halten die Wegwerfwindeln oft gar nicht aus. Und das drückt sich dann so hoch, den gesamten Rücken. Die Klamotten sind auch alle verschmiert. Und auch das waschen die dann in der Waschmaschine. Und der Muttermilchstuhl und auch auf der Prämilchstuhl, die sind wasserlöslich. Das heißt, ihr braucht die noch nicht mal vorher großartig ausspülen. Ihr nehmt die einfach nur, gebt die in den Wetbag oder in den Windeleimer und dann kommen die so in die Waschmaschine. Und der Stuhl, der löst sich ohne Bestandteile zu hinterlassen, löst er sich in der Maschine auf. Das ist so. Also der riecht ja auch nicht so unangenehm. Also Muttermilchstuhl riecht eher wie saurer Quark. Das ist so ein, ja, ist ja Milch, die verdaut wird, ne? So, der riecht nur so und der löst sich, wie gesagt, total auf. Und da brauchst du dann keine Bedenken haben, das in der Waschmaschine dann zu waschen, weil du hast keine Überreste da. Und die Waschmaschine kannst du dann, wenn du wirklich Bedenken hast, dann lässt du halt dann nachher nochmal einen anderen Waschgang dann mit Klamotten, die sehr unempfindlich sind, dann durchlaufen, wenn du da Bedenken haben solltest. Aber es ist dein Kind. Und dein Kind wird auch nochmal sich mehrere Male in den nächsten Jahren übergeben. Und auch das musst du waschen in der Waschmaschine. Noch eine Sache zu dem Mekonium, diesem Kindspech. Das ist ja diese schwarze, sehr zähe Masse, die direkt nach der Geburt für die nächsten, ja, 24, 36 Stunden ausgeschieden wird. Das ist, ja, es kann wirklich Flecken hinterlassen. Manche sagen, das löst sich auf in der Maschine. Ich habe es gemerkt, es hatte Schatten hinterlassen, zumindest bei zwei Windeln. Wahrscheinlich war es da irgendwie noch besonders stark konzentriert, keine Ahnung. Wen das wirklich stören sollte, der kann ja auf jeden Fall Windelvlies drauflegen und das auffangen und dann über den Restmüll entsorgen. Sollten da noch Schatten sein, behandle es mit Gallseife vor, mit Fleckenmittel. Und ansonsten, es ist ein Schatten auf einer Windel. Es ist kein Schmutz, da ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur eine bleibende Erinnerung an die Geburt. Ja, ich glaube, das war jetzt auch das Wichtigste. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wie gesagt, du brauchst pro Tag so ungefähr 10 bis 12 Windeln, egal ob Stoffwindel oder Wegwerfwindel. Darum solltest du einen kurzen Waschabstand haben oder eben eine entsprechend große Menge an Windeln. Du solltest darauf achten, dass sie sitzt. Denn eine auslaufende Windel, eine Windel, die nichts innen drin hält, aufsaugt, ist für Eltern total frustrierend und gerade dann, wenn ihr euch sowieso hier an das neue Leben zu dritt oder zu viert gewöhnt. Du brauchst keine Angst zu haben, die Windeln in der Waschmaschine zu waschen, weil der Muttermilchstuhl sich einfach auflöst. Und wenn du sie weiterverkaufen möchtest, kannst du noch einen sehr guten Preis erzielen. Oder du nimmst halt ein sehr günstiges Wickelsystem wie Mullwindeln. Das war jetzt also ein Windelvideo über Stoffwindeln für Neugeborene. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Hinterlass gern einen Kommentar. Und wenn du ein bestimmtes Thema behandelt haben möchtest, dann schreib auch das in das Kommentarfeld hinein. Du darfst uns auch gerne bewerten, den Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen einen wunderschönen Tag, eine ruhige Nacht, was auch immer. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.